So, jetzt müssen wir denen natürlich noch eine natürliche Barriere bauen, dass die hier nicht raus wollen. Aber beispielsweise könnte man das auch so gestalten, dass wir nicht einfach unten alles zubauen und sagen, so bis hierhin und nicht weiter, sondern so könnte man das beispielsweise auch bauen. Ne, die können dann zwar bis hier hinten rauf, aber eben auch nicht weiter. Und hier genau das gleiche. Nur irgendwo muss das natürlich auch eine Grenze haben. Also irgendwo langt es dann aber auch, ne? Zum Beispiel könnte man die Grenze hier einbauen. In der Hoffnung, das wird alles nicht zu eckig, aber wenn es zu gewachsen ist, sieht das, glaube ich, noch besser aus. Dann auch kurz ein bisschen hohes Gras drüber setzen und schon sieht es schön aus. Jetzt mal kurz geluckt. Wenn ich so ein Hühnchen bin, zack, nee, da kann ich nicht hin. Wenn ich hier Hühnchen bin, zack, da kann ich auch nicht rauf. Wenn ich hier Hühnchen bin, lalala, hier kann ich noch easy abhauen. Das wollen wir natürlich verhindern. Hühnchen soll nicht abhauen. Wir haben Hühnchen doch lieb. Hühnchen muss da bleiben. So, wie machen wir das denn? Das ist voll schwer, das so zu gestalten, dass man im Prinzip nicht sieht, dass wir hier Hand angelegt haben. Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, sowas hier zu machen. Und da auch noch. Das ist schon fast ein bisschen zu eckig, finde ich. So, dann könnte Hühnchen hier rauf. Jetzt nicht mehr. Und dann da hinten noch einen hin. Zack. Haha. Awesome. Plus 2. Ungefähr ist natürlich alles gerundet. So, also theoretisch könnte hier kein Hühnchen mehr raus. Die Frage ist natürlich, ob das schön aussieht. Und das wiederum möchte ich jetzt einfach mal mit einem Nein beantworten. Das sieht bei weitem nicht schön aus. Oder wir nehmen doch Zaun da oben drauf. Das wiederum finde ich aber auch nicht schön. Gibt es noch irgendwas? Wir könnten Metallzaun, Metallgitter nehmen. Ich glaube, da kann man rüberspringen, oder? Wie sieht's aus? Und hier hinten kann man nicht rüber, sehr nett. Tja, nee, also so doll gefällt mir das hier noch nicht. Also das kann man von mir aus so anbieten. Nur hier sieht das so ein bisschen zu eckig aus. Das, nee. Ich habe ja schon irgendwo meinen Stolz. So könnte man das gestalten. Kann da auch keiner raus. Glaube ich. Genau das gleiche Prinzip müssten wir hier auch mal anwenden. Da muss der weg, dann können die beiden hier auch beruhigt weg. Und schon hätten wir es, glaube ich, so. Gehen wir hier gerade wieder raus. Ja, also so schlimm, finde ich, sieht das nicht aus. Man kann das sicher noch schöner gestalten. Aber es ist zumindest so, wenn das dann bald mal zugewachsen ist, dass die Hühnchen hier auch genügend Platz für ihre Hühnchenaktivitäten halt haben. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ein bisschen schöner gestalten. Natürlich, nachdem wir uns einmal hingelegt haben, kann man sich wahlweise auch noch ein kleines Brötchen hier reinwerfen, reinpfeifen. Und schon, wie gesagt, auf in die Haie. Können wir, glaube ich, langsam auch mal was abfarmen. Das hätte ich jetzt natürlich machen können. Moment, ich stehe gerade mal auf. Habe ich ja noch nie gemacht mit Aufstehen. Aber gut, immer, irgendwann ist immer das erste Mal. Hauptsache nicht mit dem Zeug wie Drogen oder so. Kann man auch gut und gerne das erste Mal aussparen und gleich bei Null anfangen. Also einfach ganz auslassen. Dann lebt man länger, habe ich mir sagen lassen. Es sei denn natürlich, man wird dazu gezwungen. Man hat die Wahl, entweder Kugel zwischen die Augen oder böses Zeug nehmen, damit die Pharma-Jungs wissen, ob das gut ist oder nicht. Und dann, ja, man hat immer die Wahl, ne? So, ich hätte gerade ausfahren sollen. Denn dann steuert sich das Boot besser, als wenn ich hier hingucke und nicht weiß. Boah, nein. Uiuiui.
gerade noch Shift-Taste gedrückt, alle Reifen hier zurückgeworfen. Ich finde das schön, das sieht echt gut aus, so in die spitz zulaufen oder zumindest etwas spitzer. Der ist noch nicht so ganz gewachsen, aber ist ja egal. Wir machen jetzt einfach mal den Radikalabholzer. Ohne Rücksicht auf Verluste, irgendwas wird sich schon in unseren Taschen wiederfinden. Und sonst kramen wir das eben hier raus. Da könnte man natürlich alles automatisch machen, dass es dann, wenn hier was reinfällt, dass das dann durch Transportsysteme zu einem Schacht geleitet wird und dann irgendeine Kiste automatisch transportiert wird. Wobei ich mich frage, ob man Items eigentlich so ohne weiteres, ohne den Einsatz von Kolben, vertikal nach oben transportieren kann. Horizontal, also nicht horizontal, aber vertikal nach unten geht das ja super. Wir haben ja ein Bildchen hier. Ich glaube, die Fackel nehme ich einfach mal weg. Das Feuer sieht irgendwie anders aus. Fällt mir gerade mal so auf. Also so durchsichtig da oben. Oder liegt das am Wasser? Man weiß es nicht. Kann sein, dass da irgendwas multipliziert wird. Und ich deswegen jetzt nichts davon sehe, hier aber schon. Keine Ahnung. Wie immer. Nicht sehr viel davon. Tralalala, tralalala. Nee, hier darf ja gar keine Wasserquelle hin. Ich wollte gerade da was hinsetzen, aber es darf ja gar nicht. Das würde doch die Optik stark krümmen. Zack, und wieder reingesprungen. Was ist das da eigentlich für eine Insel da hinten? Und die nächste Frage, wer waren wir da schon mal? Und die wiederum nächste Frage wäre, ist's da schön? Das sind eigentlich die einzigen Fragen, die mich interessieren. Ist das, was wir machen, schön? Kann man das anbieten? Kann man das in Full HD anbieten? Und wenn nicht, dann wird's sofort gelöscht. Ich dachte schon, das wäre eine Rieseninsel und dass das hier nur der geladene Anfang ist. Ist ja auch mal irgendwie hübsch hier. Wobei ich mich gerade frage, wieso das da so... Ach so, da guckt man durch. Ich dachte gerade schon, Leute, was geht denn hier? War das einfach eine fliegende Insel? Mehr nicht. Jetzt ganz schön weit runter, ne? Uiuiui, ich glaube, wir gehen mal wieder besser hoch. Ah, cool. Echt hübsch hier. Kann man denn unser Zuhause noch sehen? Oder ist es schon zu weit weg? Und vor allem, in welche Richtung war das? Es müsste doch rein theoretisch da hinten nur sein, ne? Dann wäre das der Strand hier, aber... Das ist natürlich nicht so cool, wenn man unser Zuhause nicht mehr sehen kann, weil das so weit entfernt ist. Sonst hätte ich hier gerade mal irgendwas angefangen. Eine coole Bucht gebaut, so eine Piratenbucht. Oder wir hätten das ganze Ding hier einfach trocken gelegt, ein paar Pumpen angeschlossen. Und schon wäre fertig. Tja, was könnte man jetzt hier machen? Wir können natürlich Zuckerrohr anpflanzen, dann ist ja auch nicht immer so leer. Haben es ja, wir haben ja echt hier, ne? Übertrieben viel. So, ich einfach mal ein paar Blöcke hingesetzt, hier vielleicht auch noch so einen hin. Dann kann man gut und, ups, uiuiui, gut und gerne hier auch noch einen draufsetzen. Einfach nur, dass es aus der Entfernung nicht so leer aussieht. Ja, so wie in meinem Herzen, die Leere. Die sieht ja auch nicht so gut aus. Tja, und Sharpie hat ja in der letzten Aufnahme mir ziemliches Kopfzerbrechen bereitet. Tja. Tschüss, du kleine Insel. Wir werden dich nie wiedersehen. Ich werde nie wieder zu dir zurückkommen. Das gefällt mir übrigens deutlich besser jetzt, wo man ein bisschen mehr vom Meeresgrund sehen kann. Und nicht alles so schwarz, düster ist. Ah, guck, das sieht doch schon irgendwie schöner aus.
Also nur mal rein hypothetisch, sollten wir uns hier nochmal aufhalten, dann könnte man da hinten mehr erkennen. Okay. Werden wir wahrscheinlich nicht. Nun gut, aber ich will ja alle Möglichkeiten offen halten. Ist ganz schön dunkel da unten. Kommt da etwa kein Licht hin? Aber ich habe mir für da drüben auch wiederum was ganz, ganz Feines, glaube ich, überlegt. Denn ich würde ganz gerne ja mal eine Pilzfarbe. Und hatte ich ja vor Urzeiten mal so am Rande erwähnt, dass wir sowas gebrauchen könnten, um uns abwechslungsreicher zu ernähren. Und so, ich habe mich gerade gefragt, ob man nicht den Steg auch hier rechts hinsetzen könnte. Könnte man nämlich auch gleich nach draußen gehen. Sowas könnten wir aber trotzdem reinbauen. Wenn ich hier dann mal hoch darf. Und zwar könnte man dieses Ding hier einfach abnocken, ausnocken, wegknocken. Ja, jetzt fehlt uns natürlich wieder das entsprechende Holz. Dafür ist ja wieder. Ach nee. So doll fehlt es dann doch nicht. Bestimmt haben wir unten in der Kiste noch was, aber da bin ich zu. Ich will nicht sagen, ich bin zu faul, aber gut. Klitzekleines bisschen vielleicht. Oder ich möchte es euch nicht zumuten, dass wir jetzt zum 300. Male irgendwo hinrennen und. Achso. Ist jetzt ja doof gelaufen. Sieht das aus oder sieht das zu holprig aus? Sieht zu holprig aus, dann kommt da noch einer hin. Ja, jetzt kann man hier so rausgehen. Die Frage ist, ob das schön ist. Das wiederum könnte man dann. Machen wir das denn jetzt? Also man hat hier vor allem keinen Überblick. Das ist ziemlich doof. Das könnte man vielleicht beheben, indem wir hier Fenster reinbauen. So wie da drüben. Dafür brauchen wir natürlich Fenster, die wir natürlich wieder unten in die Kiste geworfen haben. Ah, Schlaukopf. Dann ist fraglich, oder wir machen da Gitter hin. Das wäre auch mal eine Überlegung wert, sofern wir den Eisen hier irgendwo in Rohform rumliegen haben, was nicht der Fall ist. Ich glaube, wir könnten auch mal ein paar. Also viele vielleicht nicht. So ein paar. Das Blümchen hier. Das fange ich schon wieder damit an, Sachen wegzuwerfen. Also ein bisschen was könnten wir sicher in den Ofen werfen. 25. Wo sind sie hin? Finden sie nicht? Finden sie doch. Und dann mal gucken, wie man die Eisengitter baut. Mein Name ist Has und ich habe keine Ahnung. Er sähe aber immer noch nicht sonderlich schön aus, muss ich ja zugeben. Ja, was kann man denn da machen? Wir könnten diesen hier dahin setzen. Und auch da. Ja, das würde das alles ein bisschen ummodeln, ne? Ich weiß nicht, ob wir uns hier nicht zu viel zerreißen, wenn ich hier jetzt dran rumbaue. Das sieht nämlich schon jetzt relativ gewöhnungsbedürftig aus. Und wenn ich hier Glasscheiben reinsetze, dann verbessert es das nicht unbedingt. Na, ich weiß ja nicht. Also eigentlich weiß ich schon, dass wir es so nicht machen. Nee, also. Ja, schwierige Frage. Sonderlich schön finde ich das nicht. Vielleicht liegt das an den Stelzen. Ah, wer weiß das schon. Und das da hinten sieht irgendwie falsch aus. Oder das geht hier einfach nicht weit genug. Mal gucken, ob wir da alles richtig gemacht haben. Ah, hier ist. Ach nee, ist doch alles richtig. Und schon wird schon wieder Nacht und ich bin wieder ahnungslos. Das ist doch doof hier. Ich möchte das doch schön haben. Warum lässt man mich denn nicht?